Herr Klaus, Herr Bürgermeister, hallo. Klaus, wunderbar, herzlich willkommen dass wir in Übigau. Können, ja. Ja. Sie haben ja gehört, wir suchen die Zukunftsorte oder die Zukunft sozusagen in der Lausitz. Und ein Bürgermeister, da sind Sie in Übigau Ort wie Barenbrück so ja. voranbringt und man sieht ja hier viel Schönes schon, uns interessiert ja vor allen Dingen die Energie. Meine Vision ist es, aus eigener Kraft regionale Kreisläufe zu entwickeln, die Unternehmen mit einzubinden, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden, solche Kreisläufe zu definieren, Geld zu sparen, indem wir regionale Ressourcen verwenden, nicht Öl und Gas und Treibstoffe von außen einkaufen, sondern diesen regionalen Kreislauf in Gang setzen und natürlich auch permanent zu begleiten. Und dann bleibt Geld hier, dann entsteht Wertschöpfung, dann entstehen Arbeitsplätze und dann geht es uns allen gut. Die Stadt Übigau-Warnbrück ist ein Energieort. Sowohl der alten Energien als auch der neuen Energien. Wir befinden uns hier am Standort der ältesten Brikettfabrik Europas. Sie war von 1882 bis 1991 in Betrieb, ist heute Besucherbergwerk und technisches Denkmal und ist eben ein ganz bedeutsames Zeugnis der Industriekultur in der Lausitz. Und wir entwickeln diesen Ort. Energiekommune des Monats Juli 2013 ist eine Aktion der Agentur für erneuerbare Energien. Wir sind damit ausgezeichnet worden oder dafür ausgezeichnet worden, dass wir gerade an diesem sehr schönen, authentischen Standort hier in der ehemaligen Bergbauregion der Lausitz ja, das Thema weiter transportieren und dass wir vor allen Dingen eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Bildungsarbeit machen. Über unser Repro-Projekt haben wir verschiedene Materialien erarbeitet, haben Repro-Ketten entwickelt, zum Beispiel Bewässerung einer Kurzumtriebsplantage mit Abwasser oder das Heizkraftwerk Waldrestholz. Das heißt, wir nutzen Restholz aus dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, um die Heizung der Grundschule in Warnbrück zu betreiben. Unsere nächsten Ziele sind, dass wir zum Beispiel Bürgerwindräder gemeinsam mit Wirtschaftspartnern entwickeln. Wir haben am vergangenen Samstag unsere Energiemesse, unsere vierte erneuerbare Energienmesse durchgeführt und da ist dieses Projekt Bürgerwindkraftanlage auch vorgestellt worden. Und indem man die Bürger direkt an den Erträgen beteiligt, einer solchen Windkraftanlage, ist natürlich die Motivation auch wesentlich größer, diese Projekte aktiv mit zu unterstützen. Ich denke, es gibt also eine große Dynamik und wenn Sie sagen Hilfe zur Selbsthilfe, dann hat ja unser Ministerpräsident auch mal gesagt, Erneuerung aus eigener Kraft. Aber diese Kraft, die muss man natürlich auch entfalten können und darauf kommt es an, dass Kommunen das auch wirklich dürfen. Beispiele gibt es genügend, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa machen sich Kommunen auf den Weg, das zu tun. Und ich denke, diese Chance muss man gerade in strukturschwachen Räumen auch versuchen zu nutzen, um den Bürgern ein Stück weit Autonomie zurückzugeben, um natürlich auch, ich sag mal, den Geldbeutel, den privaten Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, dadurch, dass man Alternativen zu den fossilen Energieträgern einsetzt. Und das vor allen Dingen regional. Und wenn dann regionale Landwirtschaftsbetriebe, Forstwirtschaftsbetriebe oder auch Unternehmen, die in der Branche Metall-Elektro unterwegs sind, mit eingebunden sind, dann sorgt das für lokale Wertschöpfung vor Ort. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Grüß dich. Ja, Helmut, die ÖSA Übigau, ein leistungsfähiges mittelständisches Unternehmen. Wir sind stolz auf euch und wie soll es weitergehen? Mit unserem Leitspruch, wir machen zusammen was draus. Und ich denke, dieses zusammen was draus machen, ist eine Grundlage unserer jahrelangen Zusammenarbeit hier in Übigau. Das ist zum Beispiel ein Satz Türen für Travostationen, wie sie sie im Photovoltaikpark haben. Ja, dieser Kreislauf beginnt, indem wir so viele Beschäftigte brauchen, um die Erzeugnisse herzustellen. Unser Kunde, der viele hundert Kilometer weg ist von hier, der
hat mit seinen Aufträgen bei uns eins erreicht, dass wir 450 Leute beschäftigen und das eine hohe Zahl in diesem Segment der Baugruppen fertig, die für diese Energie gebraucht werden. Und dass wir in der Zusammenarbeit mit der Stadt oder mit der Kommune eben auch Lösungen bringen können, die im kommunalen Bereich hilfreich wieder sind. Und übertragbar sind. Also zum Beispiel auch die Stromtankstelle, die von euch entwickelt worden ist. Das ist noch eine Zukunftsvision, aber da kann sich ja auch eine Innovation weiterentwickeln. Wir haben im Bereich der Energiewende, gerade mit der Kommune, jemanden, wo wir Unterstützung geben können, wenn es darum geht, wie effektiv kann ich welche Planung vornehmen, welche Erfahrungen können wir beitragen, um der Kommune jetzt mit Ideen zu helfen oder mit umzusetzen. Das ganze Thema Ausbildung zum Beispiel der jungen Leute. Ja, früher sind sehr viele junge Leute aus der Region abgewandert, weil es hier keine oder nicht genügend Ausbildungsplätze gab. Mittlerweile bieten unsere Unternehmen eben auch Qualifizierte, das haben sie früher schon gemacht, aber jetzt ist der Umfang sicherlich auch ein bisschen größer geworden und anders geworden. Wir haben nicht mehr so viele Leute in der Region und die da sind, die können wir jetzt hier halten, weil wir sagen, wir brauchen sie praktisch auch bei dem Prozess der Energiewende. Da bleiben junge Leute hier, die gründen ihre Familie, die beziehen unsere Häuser im historischen Stadtkern zum Beispiel. Sie sind wieder selbst Nachfrager und dann lebt eine Kommune. Wenn das Unternehmen floriert und funktioniert, dann lebt eine Kommune und über die erneuerbaren Energieprojekte, zum Beispiel auch im Windpark in Übigau, ist die Übigauer Schaltanlagen selbst Zulieferer gewesen. Das heißt, da schließt sich der Kreis wieder. Mit den Erneuerbaren wird hier vor Ort Geld verdient und das Geld wird durch die Bürger, die es wieder verdienen, auch ausgegeben. Und das ist ein schöner regionaler Kreislauf. Wo wir hier sind, das ist der ehemalige Militärflugplatz, den wir Anfang der 90er Jahre als Gewerbegebiet mit 6 Hektar gekauft haben, wo wir die Produktion von Trafostationen und von Anlagen für die Energieversorgung fertigen. Wir haben hinter mir den vor 2 Jahren errichteten PV-Park. Wir haben eine installierte Leistung von 11.500 Kilowattstunden. Und das entspricht in dieser Jahreszeit eine Stromproduktion zwischen 200 und 250.000 Euro pro Monat. Das würde in dieser Spitzenzeit zur Versorgung wahrscheinlich vom Falkenberg und der Umgebung hier dienen, aber nur solange die Sonne scheint. Die Kommune verdient in der Form dran, dass die Firma hier in Übigau die Adresse hat und da kriegt der Übigauer Bürgermeister entsprechend seine Gewerbesteuer oder in unserem Fall haben wir den Einfluss genommen, dass die Stadt Mühlberg, die eigentlich territorial zuständig ist, eine anteilige Gewerbesteuer mitkriegt. Also so gut wie Übigau ist, aber wenn man fair ist, produzieren wir es ja eigentlich in einem anderen Ortsteil und deswegen gibt es da eine Gewerbesteuerteilung vereinbart mit beiden Bürgermeistern. Leben und leben lassen.